Hey Leute! Sie frisst sich durch den Markt, infiziert alle YouTuber und vielleicht bist du das nächste Opfer. 4K ist überall. Aber keine Sorge, 4K ist keine Krankheit oder so, sondern eine harmlose Videoauflösung. Und mein Kollege Jonas vom Kanal Technik-Like und ich sind ja erst kürzlich auf 4K umgestiegen und da das derzeit ein ziemlich umstrittenes Thema ist, haben wir gedacht, heute treten wir gemeinsam gegen Willi an. Jetzt bin ich ja mal gespannt, mit welchen Schwachmatt-Argumenten Willi daherkommt. 4K-Videos auf YouTube sind total sinnlos. Die meisten können das eh nicht anschauen, weil das Internet zu schlecht ist. Immer dieses ewige: Mein PC ist zu schlecht für 4K, ich kann das nicht abspielen, mein Internet ist scheiße, ich kann das nicht. Leute, man kann runterskalieren. Hallo, Kuckuck. Runterskalieren. Ohne Witz, Leute. Man kann bei so ziemlich jedem Video auf YouTube unten auf das kleine Zahnrad klicken und da auswählen, welche Qualität man gerne hätte. So kann man auch bei jedem 4K-Video 1080p auswählen und hat trotzdem ein wesentlich schärferes Bild als bei einem Standard 1080p-Video. Also einfach per YouTube runterskalieren lassen und ihr habt immer noch ein relativ gutes Bild und dann dürft auch euer Internet das schaffen. Aber stimmt das? Ist das Internet wirklich so schlecht? Ich habe mal genau aus dem Grund, weil mich interessiert hat, ob das stimmt, dass das Internet bei allen so schlecht ist, eine Umfrage auf Twitter gestartet, wo ich gefragt habe, bis zu welcher Auflösung ihr da draußen YouTube-Videos flüssig abspielen könnt. Und bei der Umfrage haben auch ein paar Menschen mitgemacht. Ich glaube, es waren irgendwas um die 9 rum, ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Und tatsächlich, Platz Nummer 1 war die Auflösung 1440p, Platz Nummer 2 waren 480p und Platz Nummer 3 war 4K. Also es sind scheinbar gar nicht mal so wenige, die tatsächlich 4K-Videos flüssig auf YouTube abspielen können. Und was ist mit den Dateien? Die 4K-Dateien sind ja im Vergleich zu den 1080p-Dateien wahre Monster. Nee. Ha! Verzähl! Krass! Eine 4K-Datei ist größer als eine 1080p-Datei? Das ist ja voll unfair. Hallo? Ich meine, von der Auflösung her ist ja ein 4K-Bild viermal so groß als ein 1080p-Bild. Warum darf das dann auch noch eine größere Datei sein? Das ist doch voll unfair. Da wird doch 1080p voll unterdrückt hier. Hey, voll unfair. Nee, ohne Witz, Leute. Natürlich sind die Dateien größer. Aber dafür gibt es auch eine Lösung. Und die nennt sich H265. Und damit kann ungefähr niemand etwas anfangen. Was heißt H265? Ja, ganz einfach. Es heißt nicht H264. Ha, Digga, hätte ich nicht gedacht, ey. H265 ist ein neuer Videocodec. Ihr kennt wahrscheinlich noch, also ihr kennt es nicht, aber das meiste ist so derzeit H264 und das sind ziemlich große Dateien. Aber H265 hat so kleine Duty-Duty-Dateien, die sind richtig winzig. Also 14 Minuten Videomaterial aus meiner NX500 haben in H265 ca. 4 GB. Doch aktuell unterstützt kein einziges Schnittprogramm H265. Das heißt, man muss das Ganze wieder umkodieren in H264, am besten in ProRes, damit man auch eine geile Quali hat. Und dann hat auf einmal eine 4 GB Datei 95 GB, zumindest in meinem Fall. Und das ist ja schon ein bisschen größer als 1080p, aber hey, es lohnt sich. Und bald unterstützen auch die Schnittprogramme H265 und dann ist dieses Problem beseitigt. Das ist ja alles schön und gut. Trotzdem können die meisten 4K-Videos gar nicht schneiden, weil die Hardware dazu nicht ausreicht. 4K ist eben doch etwas für wahres Profi-Equipment. Das habe ich mir am Anfang auch gedacht, weil meine Windows-Kiste ist auch nicht gerade das
gelbe vom Ei, weil, naja, es ist ein alter Dual-Core-Prozessor und 8 GB RAM. Nicht so die modernste Technik, aber ihr merkt es ja daran, da ich 4K-Videos hochlade, es klappt auch irgendwo. Es ruckelt zwar so wie eine Kinderschaukel, aber es funktioniert und ich spare gerade eben auch fleißig auf einen neuen PC hin, wobei das ein bisschen dauern könnte. Ich breche schnell eine Bank ein. Meine Empfehlung an euch ist einfach, ladet euch mal ein bisschen 4K-Material aus dem Internet runter und probiert, ob euer PC das Ganze schneiden kann. Und ihr werdet erstaunt sein, was für schlechte PCs 4K beherrschen. Also, bitte, wo liegt das Problem? Ja gut, dann funktioniert eben 4K bei Videos. Aber alle, die auf ihrem Computer spielen, können keine 4K-Spiele genießen. Das ist doch auch total blöd. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ich meine, hallo? Du vergeudest deine Zeit mit Spielen? Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben, ey. Geht doch mal raus. Geht draußen spielen. Trefft euch mit Freunden. Aber wenn ihr das nicht wollt, es gibt genug Spiele in 4K. Wirklich, also ich kann, wenn ich will, aus der First-Person-Perspektive jedes Spiel in 4K spielen. Sowas wie Mensch, ärgere dich nicht! Oder Verstecken! Und das sogar draußen, weil das menschliche Auge hat ja eine Auflösung von ziemlich genau 4K. Also, warum sollte man nicht in 4K spielen können? Bitte! Man kann in 4K spielen und zwar wirklich jedes Spiel. Außer die Spiele am PC, aber wer spielt schon am PC? Spaß beiseite, wenn ihr wirklich am PC spielen wollt, dann braucht ihr natürlich ein bisschen heftigere Performance. Aber bei einem Spiel am PC wäre es mir eher wichtiger, wie viel Frames per Second da laufen. Ne? Und bis ihr mal einen PC habt, der in 4K irgendwie 120 Frames per Second abspielen kann bei einem Videospiel. Also Willi, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Aber hat Jonas gewonnen? Das erfahren wir natürlich nur, wenn wir sein Video anschauen. Link dazu ist natürlich unten in der Beschreibung, unbedingt anschauen. Und wir drücken ihm jetzt mal ganz fest die Daumen. Apropos Daumen, ihr könnt natürlich diesem Video einen Daumen nach oben oder nach unten geben. Ich bin ja für einen Daumen nach oben. Und wenn ihr schon unter mir ein Video guckt, ihr kennt das Spiel, widerlegt mich unten in den Comments. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ciao.